bleibt der Blick auf das Wetter, Claudia Kleinert. Da brauchen wir wohl auch etwas Glück, um die Sonne zu sehen, oder? Ja, und das wird morgen im Süden am ehesten der Fall sein. Im Norden immer wieder dichte Wolken und es regnet häufiger mit kleinen Ausnahmen. Vor allen Dingen aber wird es windig. Morgen schon, da wird man den Wind merken. Denn dieses Tiefdruckgebiet, das zieht zu uns rein und das wird am Montag dann sogar für Sturm sorgen. Gerade dann, wenn viele Umzüge sind, viele, die jetzt auch unterwegs sind, in den Kurzurlaub im Flachland, kann es am Montag 60 bis 100 Kilometer pro Stunde geben. Das heißt, im Zusammenhang mit Schauern und Gewittern, die mit einer Front herein einziehen, sind örtlich sogar schwere Sturmböen möglich. Deswegen auch so schwierig, genau zu sagen, wo die dann möglicherweise und vor allen Dingen wann auftreten. In Nordrhein-Westfalen wird es im Laufe des Nachmittags schon abflauenden Wind geben. An den Küsten aber genauso wie auf den Bergen dagegen Orkanböen, die möglich sind. Das alles am Montagvormittag. Das Ganze zieht dann im Laufe des Tages weiter nach Osten und nach Norden hin kann es auch Montagnachmittag noch mal stürmisch werden. Jetzt in der Nacht im Norden Regen. Der hält sich auch morgen Vormittag, dann vor allen Dingen über der Nordhälfte immer mal wieder nass. Kann auch mal zeitweise etwas kräftiger regnen. Richtung nördliches Schleswig-Holstein scheint ab und zu die Sonne und auch im Süden. Da ist es am Nachmittag dann ebenfalls recht freundlich. Dann ziehen die sonnigen Abschnitte im Norden weiter Richtung Rügen nach Süden hin. Zum Teil richtig sonnig im Norden, zum Teil auch dichtere Wolkenfelder und kräftigerer Regen. Die Temperaturen steigen dort, wo die vielen Wolken sind. Meist auf Werte zwischen 10 und 12 Grad. Sonst werden es oft 13 bis 16, am Hochrhein sogar 18 Grad. Der Wind kommt schwach bis mäßig, zum Teil aber eben auch schon frisch aus südwestlichen Richtungen. Vorwiegend mäßig die frischen Böen und etwas kräftigere kann es dann noch in den Bergen geben. Montag, wie gesagt, Sturm, dazu kräftige Schauer und Gewitter, auch am Dienstag wechselhaft und dann deutlich kühler bei 9 bis 11 Grad.